unterhaltsamer Film. Es ist ein packender Film. Er handelt erstmal von Menschen. Er hat eine große Dimension dahinter. Wir wissen viel über den Zweiten Weltkrieg, wir wissen viel über Auschwitz, aber wir wissen kaum was darüber, wie unser Land angefangen hat, damit umzugehen. Und für uns ist es heute selbstverständlich. Und es ist aber trotzdem keine Geschichtsstunde, sondern ein Film, in dem man durchaus was erleben kann. Ich bin der einzig Überlebende und kann das nicht alles so weitergeben. Aber dieser Film sollte anregen, sich mit der Zeit nochmal zu befassen. Es ist eine Frankfurter Geschichte, es ist eine, leider, ich hoffe, wir tun was dagegen, fast vergessene, große historische Leistung, die hier stattgefunden hat. Hier wurde wirklich Geschichte geschrieben in dieser Stadt. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das in Frankfurt machen und nicht in Berlin. Denn ich meine, hier hat alles angefangen und hier haben wir diesen Film gedreht. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das heute Abend hier in Frankfurt zeigen können. Ich hoffe, dass es sehr, sehr viele Menschen auch schaffen werden, ins Kino zu kommen. Und ja, ich bin sehr stolz tatsächlich, hier mitgewirkt zu haben. Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Haben wir eine konkrete Tat? Ein konkretes Opfer? 10 Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind offizielle Listen von der Lagerleitung Auschwitz. Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Johann von Bülow. Marlene Wondrak, Friederike Becht. Mensch, Alexander Fehling als Johann Rathmann. Herr Gerhard Wiese. Ein guter Film, ein sehr guter Film, ein wunderbarer Film. Ich fand ihn atemberaubend, wirklich. Er hat mich absolut zu Tränen gerührt. Es war wirklich fantastisch. Also ich war ganz begeistert. Der Film war absolut herausragend. Also ganz großartig von den Schauspielern, die es wirklich geschafft haben, ein ganz, ganz schwieriges Kapitel sehr, sehr, sehr gut umzusetzen, sodass es wirklich die Herzen berührt. Ich wünsche dem Film wirklich viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, dass die Nachricht, dass das ein unterhaltsamer, emotionaler, spannender, lehrreicher Film ist, sich rumspricht. Ich würde den Film jedem empfehlen. Es ist spannend, es ist ein ganz wichtiger Teil der deutschen Justizgeschichte, aber auch der deutschen Nachkriegsgeschichte insgesamt. Also wer da nicht reingeht, dem kann ich auch nicht helfen.